Jetzt habe ich mich noch ein bisschen verhuddelt heute Abend. Jetzt muss ich erstmal. Ich bin da, ihr Lieben, ich bin da. Ich bin nur noch ein bisschen. Jetzt habe ich was probiert. Jetzt hat das nicht funktioniert. Und jetzt bin ich ein bisschen irritiert. So. Seid ihr alle da? Frau Hanne, guten Abend, ich sehe dich. Au! Ach, jetzt habe ich mich. Jetzt habe ich mein Rentier oben angeklickt. So, aber wie sollte es anders sein? Ihr Lieben, guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Es ist das letzte in diesem Jahr. Es ist sozusagen das vorweihnachtliche Stille Örtchen und dann ist Schluss für dieses Jahr. Und dann komme ich am 9. Januar wieder mit einem ganz tollen Gast, einer ganz tollen Gästin. Das verrate ich euch natürlich noch nicht. Auf jeden Fall, so viel kann ich euch verraten. Dieser Gastgästin hat kein Instagram und wird über meinen Gast-Account kommen. Ich habe feuerrote Ohren. Schaut euch das bitte an. Knallrote Ohren. Ich sehe aus, ich wollte das, eigentlich habe ich mir schön die Haare heute geföhnt, damit sie, und jetzt habe ich rote Ohren. Wir fangen an, oder? Wir fangen an. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Örtchen, wo endlich mal Zeit ist. Heute bin ich ja chaotisch. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Stille Örtchen. Es ist Sonntagabend, es ist 21:15 Uhr, es ist unsere Zeit. Das Jahr neigt sich dem Ende. Tatsächlich haben wir ein ganzes Jahr, also ich meine, das Stille Örtchen gibt es ja seit dem 17. Mai 2020, aber wir haben jetzt sozusagen ein ganzes Jahr lang zusammen hier verbracht auf dem stillen Örtchen und das freut mich sehr und dafür danke ich sehr. So, heute wird nochmal ein schöner Schluck. Ich habe auch überhaupt keinen Alkohol, ich habe gar nichts mehr. Alles neigt sich dem Ende. Man muss morgen nochmal einen Großeinkauf für Heiligabend machen. Ich trinke ein wunderbares Apfelschörlchen und ich möchte als allererstes meinen wunderbaren Unterstützern danken und Gretel, Dermalogica und Hakio, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr sozusagen an meiner Seite seid. Und ich hoffe, ihr seid es nächstes Jahr auch noch. Das werden wir erfahren, hoffentlich. Und heute gibt es ein letztes Mal was zu gewinnen von meinem Unterstützer und Gretel. Und jetzt habe ich mir wieder so einen schönen Text geschrieben und den weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist ja schon wieder klar. Also, ich glaube, sowas wie aufgegretelt in die heilige Nacht oder bunt. Ich habe das mir vorgeschrieben, damit ich das nachher im wahnsinnig vergesse. Auf jeden Fall gibt es heute ein wunderbares Creme-Eyeshadow zu gewinnen und den passenden roten Lippenstift dazu. Und zwar mein Liebling, mein Red Poppy. Da seht ihr ihn, er ist auch schon fast verbraucht, ist gar nichts mehr da. Sozusagen den Red Poppy dazu. Und wer das haben möchte, der schreibt bis Dienstagabend einen lustigen, kreativen Kommentar. Ihr kennt das schon zum Thema, ja, zu dem Thema, das seht ihr nachher darunter. Ich speichere ja das Video und dann könnt ihr das darunter einfach lesen. Ja, es ist das letzte stille Örtchen. Und dann geht es sozusagen weiter. Ich hoffe, ihr habt irgendwie was Schönes vor für Weihnachten und bleibt vor allem gesund und kriegt das irgendwie alle hin, dass ihr zu euren Lieben fahren könnt. Wir sind im totalen vorweihnachtlichen Stress. Ich habe gedacht, ich habe alles organisiert. Einen Scheiß habe ich organisiert. Gar nichts habe ich organisiert. Es ist natürlich alles viel zu spät und viel zu chaotisch. Aber auch das wird funktionieren, ja. Und dann werde ich gleich mal schauen, wo der liebe Ferdinand ist. Und ja, und ich bin sehr dankbar. Der Herr Karl ist es, glaube ich, auch, dass ihr den Adventskalender so schön schaut und ich freue mich über eure Likes und ich freue mich über eure Kommentare und ich lese die ganz fleißig. Ich schaffe nicht alle zu liken, aber es ist wirklich, wirklich toll und das ist, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte nachher, das ist mir ganz wichtig, das möchte ich nicht am Anfang der Sendung machen, das möchte ich am Ende machen. Ich möchte auch die neuen Zuschauer begrüßen, die hier neu dabei sind. Ich möchte am Ende der Sendung heute noch ein paar Worte verlieren, das ist mir wichtig. Ich möchte euch ein paar Neuerungen fürs neue Jahr mitgeben und ich habe da schon auch Zuschriften bekommen und dazu möchte ich mich äußern. Das werde ich am Ende der Sendung tun. So, und jetzt schauen wir mal, wo das Ferdinand ist. Ich hoffe doch, dass Ferdinand die Ehre in der letzten Sendung in diesem Jahr. Herr Seebacher, sind Sie da? Wieso ist eigentlich mein Kopf abgeschnitten von meiner Springerin? Herr Seebacher, sind Sie da? Helena! Hello, darling! Darling, du trinkst aus der Fika-Tasse und ich aus der, die du immer noch nicht hast. Es ist ein, es tut mir leid, du wirst es kriegen zu Weihnachten. I tell you. So, der Herr Karl ist fertig mit der Welt. Dafür, guck mal. Nein. Ich habe Klopapier bis 2037. Hast du das kleine Hamsterpaket? So viel kann ich nicht essen, dass ich das
dass ich dann das benutzen kann, ne? Ich hab meine extra Rolle schon eingepackt, weil ich die mit nach Oberösterreich nehmen werde. Guck, da ist sie. Und guck, wer da hinten vorlugt, der ist das hübsch. Es sieht auch wahnsinnig toll auf deinem Klo aus, muss ich sagen. Du bist ein kleiner Hamster. Du bist schon wieder auf einer neuen Toilette. Nee, das ist meine The One and Only Parken verboten Toilette. Die kennst du doch jetzt inzwischen schon. Ja, aber mittlerweile ist die ja auch noch festlich geschmückt, auch noch mit Girlande. Ja, natürlich, hier mit Weihnachtsgirlande. Guck mal. Ach, Fendi, und hier gibt es die tollen Hakle feuchter Po-Tücher. Jede Frau, die zu dir kommt, wird es dir danken und wird im Glück sein, weil Männer sind normalerweise, entschuldige, ich möchte hier heute keine Vorurteile raushauen und sowas, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich hatte ja schon feuchte Po-Tücher. Hier, guck. Jetzt habe ich noch mehr. Ja, es ist, siehst du, man auch kommt mit der Uli, kommt man durchs Jahr, muss man sagen. Ne? Ja, feucht gewischt durchs Jahr, ne? Schau mal, ich habe heute ein Wahnsinns-Doppelkinn. Ich dachte, ich habe mir das weggeschminkt. Aber es ist da. Siehst du das? Und guck mal, was für rote Ohren ich habe. Du bist nicht Rudolf das rote Nasentier, sondern du bist Elena. Rudolf, the red ohr, ihr. The red ihr. The red ihr Tier. Sag ich, Ferdinand, was machst du denn an Weihnachten? Also, noch in Wien bei meiner Heimattoilette. Ab Dienstag dann in Berlin und verbringe dann in Berlin die Weihnachtsfeiertage bis zum 28. Da geht es wieder zurück nach Wien. Dann wird dann hier Silvester verbracht irgendwie oder so. Ja, irgendwie vor, zurück, keine Ahnung. Rundherum. Rundherum. Dann sehen wir uns ja im neuen Jahr hoffentlich, bald im neuen Jahr. Irgendwie mal, ne? Ich muss ja übrigens müssen noch, auch Sachen muss unser Geheimnis noch, bleiben. Richtig. Ich muss übrigens ja noch verlieren. Vielen herzlichen Dank an dich und an Hakel, dass die mir hier dieses Hamsterpaket geschickt haben. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich habe ja immer nur gehört, Hamsterpaket, aber ich selber habe es ja noch nie gesehen. Und ich ging mit meinem Abholschein zur Post und dachte mir, naja, wie groß kann das Packerl denn sein? Ich bin mit meinem Moped gefahren und dann hatte ich diese riesen Schachtel. Ich dachte mir, was passiert denn jetzt bitte? Dann mache ich diese Schachtel auf und es ist voll mit Klopapier. Ja, aber nachhaltig, kein Plastik drumherum, nichts. Nee, nichts. Oder? Einfach in Karton drinnen und so und dann habe ich... Und wo ist der Hamster? Wo ist der Hamster? Ne, der hat sich da hinten versteckt. Guck mal, da versteckt er sich. Da. Ah, mit der Weihnachtsmütze hat er sich versteckt. Das Hamsterli. Das Hamsterli. Soll ich mal holen, aber ich muss jetzt nur... Aber nicht, dass alles runterfällt, Ferdinand. Das Nein. ist wie, weißt du, im Supermarkt, wo man ein Ding zieht und dann ist es dahin. Wo bist du denn nun Weihnachten? In Berlin. Mit, guck mal, ist er nicht süß? Ach, schau, sein Feldhamster. Sein kleiner Feldhamster. Ich wollte mir eigentlich seine Mütze ausborgen. Die würde dir auch stehen. Ferdinand, super. Die würde dir auch stehen. Ferdinand, mein Herz, es ist jetzt aber Zeit, dass die Frauke dazukommt. Hase, wir müssen im neuen Jahr müssen wir mal länger. Da schreibt eine, leider ohne Karte, ich glaube, dass Hakel nicht damit gerechnet hat, dass ihr so viel bestellt habt. Und ich glaube, dass sie die Karte, des denen ausgegangen ist. Ich möchte mich dafür im Namen von Hakel entschuldigen. Ja? Das Gespräch wird gespeichert und das kannst du morgen auch noch schauen. Ferdinand, hey. Komm, gut. Komm gut durch die Weihnachtsfeiertage und wir sehen uns. Du auch und wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische. Haben ein schönes letztes Gespräch vor Silvester und ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr bald spätestens sehen. Ferdinand, genau. Am 9. Januar hier zur selben Zeit, Viertel nach 10. Same time, same station. Bei mir ganz kurz noch, ich habe den kaputt gemachten Regenschirm wieder repariert. Nein, hast du es geschafft? Ja. Hat sie es nicht mitgekriegt? Doch, weil sie hat ja die Live-Sendung gesehen. Aber sie hat sehr lachen müssen und war mir nicht sehr böse. Ich habe ihn repariert, also alles ist wieder gut. Also super. Ne? Dann hab's fein, mein Schatz. Ebenso. Tschüss.
ist ja nicht entzückend, sitzt da auf dem Hamsterklo. Jetzt schaue ich mal, wo die Frau Ludewig, da bin ich ja sehr gespannt auf die Frau. Ich habe lange um sie gekämpft, ob sie zu mir kommt, weil ich sie eine ganz tolle Frau finde. Und ich hoffe, sie ist jetzt da. Frauke. Frauke. Guten Abend. Hallo, ich freue mich vielleicht bei dir zu sein. Ja, ich erst. Sag mal, du siehst ja um Jahre gejüngt aus. Findest du? Ja. Pass auf, Elena. Das ist natürlich mein Trick. Also ich habe mir jetzt eben hier meinem, also ich kann ja leider jetzt hier nicht schwenken, aber ich sitze in meinem absoluten Chaos. Hier sind so ein bisschen meine ganzen Kleider, habe ich irgendwie nicht mehr aufgehängt. Hinter mir, unter mir, alles voller Weihnachtsgeschenke. Ja, nein. Ja, ich habe es heute versucht zu sortieren, ist mir aber nicht ganz gelungen. Ich sitze hier im absoluten Chaos. Achtung, hier guck mal, mit so einer Schlafihose. Und dicken Socken, die ich vorhin beim Spazierengehen anhatte. Ich auch. Ah, oh, ja, guck mal. Ich bin sehr froh, dass ich nur hier so obenrum zu sehen bin. Aber ich habe es noch, du hast ja gesagt, hast mir genaue Instruktionen gegeben, wie ich das Handy aufzustellen habe. Und da habe ich dahinter so ein schönes Licht von vorne platziert. Das ist ab einem gewissen Alter ja absolut elementar. Quatsch. Nein. Nein, aber ich stelle fest, entschuldige, dass ich das so sagen muss, du bist ja komplett ungeschminkt, da siehst du ja viel jünger aus. Aber ich habe mich jetzt eben, ich habe meine Tochter, die ist jetzt gerade ins Bett gegangen, ich habe ihr verboten, ins WLAN zu gehen. Und ich habe gesagt, pass mal, du gehst jetzt ins Bett, meinst du, ich kann mich jetzt so da hinsetzen, die Elena Uhlig, die geht jetzt leichter, guckt vielleicht auch drei Leute zu. Daraufhin sagt meine Tochter zu mir, ich würde es nicht tun. Hat die nicht gesagt. Mama, du könntest schon noch mal so ein bisschen. Guck, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Rouge hier drauf gemacht. Übrigens auch Lippenstift, ist nicht so rot wie du. Ich habe ja auch keine Lieferung von deinem nicht? Nee, hier guck mal, jetzt habe ich so einen Lippenstift und habe mir gerade noch so ein bisschen die. Aber ich. Naja. Also, es ist ja. So, guck mal. Haare gehen ja auch immer. Das ist ja immer, wenn man Haare im Gesicht hat, dann geht es auch, weißt du? Aber du hast viele Haare. Ich habe ja so dünnes Haar. Und die sind auch alle echt übrigens. Es gibt immer Leute, die sagen, hier hat Extensions. Hier, guck mal, ich habe keine Extensions. Das ist alles echt, alles meine Haare. Und hast du immer schon so dickes Haar gehabt, wie Brigitte Bardot? Ja, eigentlich sind meine Haare eine Vollkatastrophe. Ich habe sie von meinem Vater geerbt, wirklich jetzt, weil ich habe, wenn ich die nicht föhne, dann habe ich so einen Kopf. Ja, also das ist wirklich, ich sehe aus wie, das ist alles wie so ein Struppelpeter, sehe ich aus. Und also die sind, wenn sie geföhnt sind, geht's, aber ungeföhnt ein Albtraum. Die erkennt auch niemand. Wenn ich schon mal so im Urlaub, im Sommerurlaub aus dem Mittelmeer steige und ich habe solche Haare, die Leute gucken durch mich durch, es kann sich niemand vorstellen, dass ich das bin. Wirklich. Ganz furchtbar. Ich bin ganz froh, dass ich meinen Kindern das nicht vererbt habe, sondern die haben. Aber die haben so dickes Haar wie du? Ja, also nicht, ja, eigentlich schon so dick, aber eben nicht dieses Strubbelige. Das ist nicht schön. Sag mal, was klickt denn da bei dir? Bei mir klickt? Oh, das ist, warte mal, meine Teetasse. Oder was klickt hier? Ah, es ist alles ist unordentlich. Nee, es sind meine. So, warte. So, jetzt, ich sitze auch was jetzt. Was war das? Das war meine. Warte, ich zeig's dir. Ich sitze ja jetzt auch hin und wieder im Homeoffice und Achtung, jetzt kommt. Alle voller Lippenstifte. Man weiß ja nie. Ich könnte dir noch. Aber sag mal, du nimmst aber immer hellen Lippenstift. Ja. Alter, der Dunkle macht mich alt. Bei dir sieht der super aus, bei mir nicht so. Aber da kläre ich gleich morgen, was mit deiner Lieferung von und Gretel ist, weil das geht ja gar nicht. Nichts gehört. Aber dafür habe ich Klopapier bekommen. Ich sage dir, Elena, das war die schönste Lieferung, die ich je bekommen habe, weil, wie der Ferdinand eben schon sagt, es kam ein Karton ohne nochmal einzupacken, einfach zack drin. Viel besser als immer das hier im Supermarkt. Wir sind hier immer in so Plastikhüllen. Ja. Einfach drin. Und dann habe ich das hier, also wir haben, ich bin hier unten in meinem kleinen Office im Erdgeschoss und wir haben oben die Schlafzimmer. Und da ist halt so eine Balustrade. Und dann habe ich diese ganzen Klopapier zu einer riesen Pyramide aufgebaut auf dieser Balustrade. Mein Mann kommt abends rein und sagt so, ach, ist das Kunst? Das sieht ja super aus. Und dann haben die mir auch noch so Klopapier mit so Bärchen drauf geschickt. Also ja. Das ist kein Bärchen, das ist der Hamster, hör mal. Der Feldhamster. Ach so, okay, ich habe da gar nicht so genau hingeguckt. Weil die Hamstern, wegen dieser ganzen Hamster-Wahnsinn-Geschichte letztes Jahr, haben sie dann eine Hamsterrolle entwickelt. Okay, guck mal, ich habe gedacht, naja, okay, jetzt weiß ich, gucke ich nachher nochmal genauer hin. So, sag mal, Frau, ich bin ganz geflasht, entschuldige, du bist eine wahnsinnig schöne Frau, aber ich möchte dich mehr ungeschminkt sehen, das ist der Wahnsinn. Entschuldige, ja, ich muss es sagen. Sagt ihr das auch? Macht mal den Daumen hoch. Das ist der Wahnsinn.
im Fernsehen geht das ja immer nicht so, ne? Also warum nicht? Ja, du weißt es ja selber, die Kamera schluckt ja so viel. Dann moderiere ich ja auch meine Sendung, wenn ich nicht irgendwo auf Dreh bin und in einer Realdeko bin, moderiere ich die aus einer Greenbox. Das nimmt ja so unheimlich viel Farbe weg. Und dann kannst du ja auch nur mit bestimmten Farben geschminkt werden und so. Also es stimmt schon, du bist natürlich als Frau, bist du natürlich vor der Kamera schon wesentlich geschminkter. Aber ich muss dir ehrlich auch sagen, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, weil am Ende kann ich für mich immer auch noch selber so sagen, ich habe irgendwie so zwei Gesichter. Also ich habe zum Beispiel überhaupt kein, ich schminke, wenn ich privat hier rumlaufe, wenn ich einkaufen gehe, egal was, ich schminke mich nie. Ich gehe morgen ins Büro, ich bin komplett ungeschminkt. Ja? Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich immer denke, ja, ich sehe ja nun mal so aus. Ja, es ist so, wie es ist. Ja. Und wenn man dann eben fürs Fernsehen sich fertig macht oder fertig gemacht wird, dann hat man dann doch nochmal so einen anderen Appeal. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn du ausgehst und ziehst hohe Schuhe an. Du hast ja dann noch eine andere Körperspannung. Ne? Und insofern finde ich es eigentlich ganz gut. Es gibt so zwei Gesichter. Und gestern Morgen war ich hier wieder bei uns auf dem Wochenmarkt. Gehe ich dann auch immer mit so einer ollen Mütze und so einem ollen Strickmantel und so. Und dann, also ich bin meist, samstags morgens bin ich meist total durch die Bohne. Und dann stehe ich immer bei meinen Obstleuten und beim Eiermann. Und dann sagt immer der Lothar, der Eiermann, zu mir: Frau, hast du dich wieder besonders hübsch gemacht heute für mich? Hat er gesagt? Sagt er immer. Und ja, aber ich finde es gut. Ich mag das gern irgendwie, weil es gibt eben, also ich bin ja so, weißt du, ich habe, also die Wahrheit ist, ich bin auch viel zu faul, um jetzt hier mit morgens, bevor ich hier einkaufe, ja, habe ich keine Lust zu. Du, ich mache das ja auch nicht. Ich laufe ja auch rum wie der letzte Schlumpumpi, immer mit so einem schönen Mützchen. Ne? Und ich gehe mir so gern ins Gesicht normal. Ja. Weißt du, ja, einfach mal so. Ja, ja. Frauke, wir haben Fragen gekriegt von Zuschauern und da möchte ich gerne mal wissen, bei welchem Promi, den sie interviewt hat, war sie denn besonders aufgeregt? Also ich muss erst mal sagen, zunächst einmal bin ich gar nicht, auch wenn man das vielleicht gar nicht verstehen kann, aber ich bin gar nicht besonders aufgeregt, weil ich Herrn oder Frau XY treffe. Der eine ist vielleicht ein bisschen berühmter als der andere. Ich glaube, die Aufregung, die kommt immer durch das Drumherum. Weil, weil das Drumherum, also diese Atmosphäre, die macht es oft wirklich so kribbelig, dass man da mit schweißnassen Händen steht. Also ich kann jetzt ein Beispiel aus diesem Jahr sagen. Ich habe Daniel Craig getroffen, der James-Bond-Premiere in London. Elena, ich habe mich übrigens auf der Stelle verliebt. Stelle? Wirklich jetzt. Also ich finde, hört dein Mann zu? Oder hast du ihn aus dem Internet geschäuft? Wer weiß das? Ach, der weiß. Ach so, nee, ja, ist klar. Ja, der hat mir gesagt, du, was hättest du denn gemacht, wenn der dir seinen Zimmerschlüssel zugesteckt hätte? Ich sagte, ja, was denn wohl? Ich meine, ganz im Ernst, James Bond. Der hat ihn angerufen. Angerufen, hingegangen, auf Knien. Nein. Nein, also der, ich fand ihn, nein. Der war wirklich, das ist ein sehr sexy Typ und der war sehr charming. Und wenn du den, und das übersetze ich jetzt mal auf so viele Leute, die gerade so aus Hollywood kommen, die sind dann sehr nett und ich habe eigentlich, ich glaube, das ist ein bisschen meine Stärke. Ich finde dann auch schnell eine Ebene, aber ja, die ist drumherum. Also die sagen dann vorher, okay, du musst durch eine Sicherheitsschleuse. Du darfst irgendwie das nicht machen, du darfst das nicht machen. Dann habe ich da im Gang, ich wollte so ein bisschen so meine Story als Reportage machen, habe mich selber gefilmt, wirst sofort angekackt. Ja, machen Sie mal das Handy weg und so. Dann habe ich gefragt, darf ich überhaupt mein Handy mitnehmen? Ich würde so gerne ein Selfie machen. Wer macht keine Selfies? Also das Drumherum ist aufregend. Dann sagen die dir, okay, du hast die und die Zeit, du darfst nicht länger werden. Dann willst du deine ganzen Fragen unterbringen. Und dann gehst du da schon rein und denkst so, oh, ja, du stehst ein bisschen unter Spannung. Und das war aber dann total nett und lustig, ja. Ich bin echt mal so ein bisschen in so eine kleine für mich eigene Dramatik gerutscht, als ich Bruce Willis mal getroffen habe in München in einem Hotel. Da, ich habe mir den halt so vorgestellt, wie ich Bruce Willis aus Stirb langsam kenne. Er ist ein großer Kerl, der mit nackten Füßen über die Glasscherben läuft, ja, wo alle wegpustet, ja. Und dann habe ich gedacht, der sitzt da jetzt auch sehr energetisch und es ist total lustig. Bruce Willis ist nämlich privat genau das Gegenteil. Nein. Der redet ganz langsam, ja. Nein. Dann hatte ich für das Interview genau 6:30. So. Und dann stellte ich die erste Frage und die Antwort war genau so, ja, in dieser Geschwindigkeit. Elena, ich habe, weil ich meine, weißt du, dann gehe ich damit zum Anspruch hin. Ich bin jetzt hier nach München geflogen. Ich habe mein Kamera. Ich will hier einen Beitrag draus machen. Der soll möglichst lang werden, ja. Sag einfach was. Sprich verdammt nochmal schneller. Und der sah meine Panik in mir hochkommen, ja.
Und dann waren noch drei Fragen, waren die 6:30 Minuten. Und dann musste man am Anfang auch erstmal so eine Frage stellen, zu warm werden. Ja, wie gefällt Ihnen München? Interessiert natürlich keinen Menschen so. 6:30 Minuten, Elena, das Interview war vorbei. Dann habe ich da gesessen, in meiner ganzen Verzweiflung den angeguckt, habe gesagt, das können Sie jetzt hier nicht machen. Das Management kam ja, da steht ja nichts, das können Sie mir nicht machen, ja. Der hat mir drei Fragen beantwortet. Und dann der war so nett und so cool. Da sagt er zu mir, ja, er wüsste, das wäre so ein bisschen seine Schwäche. Er würde immer so wahnsinnig langsam sprechen. Er würde mir jetzt nochmal 6:30 Minuten geben. Und das war natürlich mega. Ja, das fand ich so süß. Und dann haben wir ihn dann total nettes Interview gemacht. Ich habe ihm danach, glaube ich, noch eine Sonnenbrille geschenkt, weil ich so glücklich war. Du hast ihm eine Sonnenbrille geschenkt? Ich hatte irgendwie eine Sonnenbrille dabei, der ich gut fand. Ich habe gesagt, nimm mit, ist mir auch egal. Hauptsache, Und das passt, also das sind dann, um jetzt auf die Eingangsfrage zurückzukommen, das sind so die Sachen, die sind aufregend, weil du immer so diesen Druck verspürst, ich will ja auch ein Ergebnis mitbringen. Ich treffe ja, klar. Sondern weißt ja selber, ne? Ist ja so, du musst ein Ergebnis ja auch mitbringen. Die warten ja auch drauf. Das ist ja so ein Mittelding. Ja. Geil. Und sag mal, wann hast du denn hier als Frage? Warte. Wie war es? Du hast George Clooney getroffen? Ja, George Clooney habe ich getroffen. George Clooney übrigens finde ich auch mal, also der sieht ja mega aus, ja. Der wirklich? Auch in echt? Ja, pass auf. Und immer, wenn du irgendjemandem, vor allem Männern, sagst, George Clooney, irgendwie wenn ein Gespräch über George Clooney, du kannst wetten, dann sagt dir jeder, ja, der sieht ja ganz gut aus, aber der ist ja schon sehr klein. Und der ist groß. Genau. Ich glaube, die Männer, die nicht ganz so gut aussehen wie George Clooney, wünschen sich immer, dass der irgendwie 1,55 ist. Ja? Der ist aber groß. Der ist richtig groß! Weil, den habe ich getroffen mal an der Absperrung zur Oscarverleihung. Also ich habe davon da die Sendung gemacht und so. Und dann kommen dann halt irgendwie nach der Oscarverleihung, nach dem gemeinsamen Trinken, kommen dann die alle raus. Und manche haben dann halt Bock, nochmal zu den Fans zu gehen. Und dann George Clooney, der war halt, der kam dann. Und dann hat der da wirklich so ein bisschen privat geplaudert. Total nett. Also ein wahnsinnig netter und charmanter Typ. Wirklich. Ja, aber es ist schon, also ich bewundere das ja. Ich finde das ja auch aufregend, dass du dir ja wirklich, und ich sag dir, wie ich bei meiner ersten Berlinale war, also da war ich nicht auf der Berlinale, sondern habe ich in Berlin Schauspiel studiert und bin zur Berlinale hin und habe an diesem Gitter gestanden und habe so gedacht, da sind sie. Also weißt du, das ist das noch bei dir, dass du manchmal diese Aufregung hast wie so ein Kind, was so den Star sieht? Hast du das? Obwohl du ja selbst einer bist. Also, na, ach, das weiß ich gar nicht. Weißt du was, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dadurch, dass ich jetzt auch schon so viele getroffen habe, weiß ich ja auch, hinter der Fassade steckt dann eben doch was Normales und manchmal sogar was ja, Zerbrochenes, Zerbrechliches, was auch immer. Und der Moment ist immer ganz interessant, wenn du jemanden triffst, der deiner Vorstellung nicht entspricht, der dann doch so ein bisschen anders aussieht, ja, der dicker ist, dünner ist, größer, kleiner, eine andere Wirkung hat. Bei Frauen eben, ja, wie jetzt auch bei uns, du sagst, ach guck mal, du siehst irgendwie anders aus. Ja! Bei Frauen ist es so, also zum Beispiel, ich habe ganz oft Boris Becker schon getroffen. Wenn du Boris Becker siehst, ist egal, ob der geschminkt ist oder ungeschminkt, auf dem Tennisplatz oder nicht, den erkennst du immer. Der sieht aus, wie er aussieht. Und bei Frauen ist das oft anders. Also deshalb wirst du vielleicht auch erleben. Manchmal gucken die Leute an und sagen, ach ja, stimmt, ja, ja. Wir sagen, die erkennen mich an der Stimme. Das wollte ich dir gerade sagen. Bei mir auch. Ich habe gerade an der Stimme erkannt. Ne? Ja. Also, aber ich glaube, deshalb bin ich auch irgendwie so lange bei meinem Job dabei, weil ich habe diese Faszination für dieses Promi-Sein. Das habe ich selber für mich nicht. Das ist so, ach, du siehst ja, ich wohne hier in meinem Kleiderschrank, ich sitze auf meinen Geschenken, es ist alles irgendwie durcheinander. Ich bin so nicht, ich will auch gar nicht so sein. Für mich ist das immer wieder interessant, durchs Schlüsselloch zu gucken. Und das macht mir so einen Spaß, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern diesen Schlüssellochblick zu verschaffen, weißt du? Und das finde ich interessant. Und am Ende muss man sagen, diese ganzen Promis, egal wie reich, wie schön, sie erleben dieselben Geschichten wie wir. Sie kennen Liebeskummer, sie kennen Schmerz, sie kennen Freude. Man geht in Wellenbewegungen durchs Leben. Ja, das Leben ist keine Autobahn, die immer geradeaus führt. Man muss auch mal runterfahren von der Autobahn. Also, und das ist das Interessante. Und ich glaube, das ist das, was mir immer wieder Spaß gemacht hat, da reinzuschauen und zu gucken, wie ergeht es denen denn eigentlich. Ich habe übrigens, das wissen viele natürlich nicht, ich habe ja angefangen als Reporterin beim Fernsehen. Ich habe 2 Jahre für Explosiv Geschichten gedreht. Ach Quatsch. Die spielten teilweise wirklich auch in
ach, in Milieus, wo ich nach Hause gegangen bin und ich war traurig und ach, es gab schreckliche Geschichten. Aber am Ende habe ich mir immer gerne die Geschichten angehört. Und es ist egal, ob dir jetzt ein Hollywood-Star seine Geschichte erzählt. Hauptsache, sie ist echt. Und ich glaube übrigens, das macht es eben manchmal sogar langweilig, wenn du mit so großen Stars zusammensitzt, die so Sachen abspulen. Wenn die, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht mehr authentisch, dann wird es auch langweilig. Also aber sag mal, Frauke, findest du denn nicht trotzdem, das ist ja ein interessantes Thema, auch zu dieser Echtheit, ja, trotzdem glaube ich, also auch zum Beispiel was Instagram, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne, was Instagram betrifft, wenn ich so manche großen Hollywood-Stars schaue, wo ich denke, da möchte ich eigentlich gar nicht, dass die auf Instagram sind, weil, oder sonst, wobei manche möchte ich gerne, also, weißt du, wenn alle aufs Klo gehen, manchmal möchte man gar nicht, dass alle aufs Klo gehen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Manches entzaubert sich eben. Ja. Ne? Aber ich glaube, vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, weil es gibt ja doch viele, und ich meine, du hast auch Kinder, meine Töchter sind Teenager, und viele lassen sich ja junge Menschen auch eben doch verleiten und glauben, Kendall Jenner sehe wirklich so aus. Ich muss meinen Kindern auch mal sagen, die sieht nicht so aus. Und übrigens, die sah auch früher gar nicht so aus. Ja? Und insofern ist es vielleicht doch nicht so schlecht, dass du eben auch siehst, ach guck mal, ja, der ist nicht immer nur strahlend schön und mit Goldpuder irgendwie besprüht, sondern der hat auch normale Seiten. Ich weiß natürlich, was du meinst. Früher war so dieses Hollywood. Früher hat man gedacht, okay, Grace Kelly sieht immer so aus wie Grace Kelly. Es war offensichtlich auch nicht immer eine besonders glückliche Frau. Ja, also und insofern heute wird das durch dieses Medium natürlich wesentlich nahbarer. Ne? Aber und manchmal, bei manchen finde ich auch zu viel. Weißt du, was ich meine? Ich muss nicht immer wissen, was jemand, also ich muss nicht den ganzen Tagesablauf sehen, weil so ein Restgeheimnis überhaupt, also es ist ja genauso von Freunden, die ich kenne. Ich möchte auch von meinen Freunden nicht alles wissen. Ja. Weißt du? So einfach, wo ich so denke. Ich möchte von meinen Freunden alles wissen. Ich bin so neugierig, Elena. Bist du so neugierig? Ganz schlimm, ich bin ganz neugierig. Ist immer so, wenn die Kinder früher so Schulfreundinnen mitbrachten, dann habe ich immer gefragt, was machen deine Eltern so beruflich? Und so. Und dann, das war meinen Kindern immer ganz, ganz peinlich. Ich finde das mal interessant. Nein, also ich verstehe deinen Punkt. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Und es ist für viele war es eben auch immer noch so eine Welt, die nicht erreichbar war. Aber vielleicht haben wir eben auch durch diese Sendung ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Welt für viele sich öffnet. Ja, und ich glaube, manchen hilft es. Weil manchen und trotzdem noch, dass sie Stars bleiben. Ja. Das finde ich ja das Schöne. Es öffnet sich ein bisschen für einen Moment und es geht wieder zu, weißt du? Und zum Thema, ich bin auch so neugierig, ich rufe ja immer die Freunde, die neuen Freundeseltern meiner Söhne an. Das findet mein Sohn grauenhaft. Wieso redest du denn mit denen? Ich sage, ich muss die doch kennen, wenn du da schlafen willst oder so. Sagt er, du hörst jetzt auf, die Mütter meiner Freunde anzurufen. Ja, ja. Ja, man fühlt sich immer ein bisschen wie im Kindergarten. Ich weiß, aber ich ziehe es dann immer hier so ein bisschen ins Lächerliche und dann geht das, ja. Aber ich weiß natürlich, dass die das grundsätzlich schrecklich finden. Schrecklich. Aber ein bisschen schrecklich kann man doch auch sein als Eltern. Du, wir müssen ein Foto machen. Ja, wie geht das nochmal? Pass auf, du musst jetzt nach vorne, ich gehe runter. Und du wirst mein, Frauke, du musst hoch mit den Augen, Frauke. So. Ohne, dass du zusammenbrichst. Ja, warte. Das geht gleich. Warte. Guck mal. So. Warte mal. So. Bisschen nass. So. Guck mal. Schau mal, wir werden Ombre. Siehst du das? Die Haarsträhne. Mach mal die Haarsträhne ein bisschen zur Seite. So. Ja, das weißt du, das ist mein Gesicht. Warte. Das passt, ne? Ach so, meinst du. Ja, guck mal, ich könnte das hier so ein bisschen so charmant so ranhalten. Warte, so. So. So? Ja. Also ich muss zurück, du musst hoch, du musst noch ein Stück hoch. Ihr Lieben, ihr müsst das Foto machen. Ja, yo. Die Oberschenkel, hast du es? Du, hast du... Du hast nicht gesagt, dass das hier so ein Sport wird heute Abend. Ich lag gerade so mit Schoki auf dem Sofa. Jetzt muss ich hier noch meine Oberschenkel. Ja, was ist, weil man muss so in die Hocke. Das ist ein bisschen. Oh! Muss ich das gemacht? Frau! Und jetzt. Frau sieht aus wie Meryl Streep, gerade da jemand. 7 Tagen aus 77.
wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemacht. So, Frau Glubig, jetzt pass auf. Du hast jetzt 7 Fragen aus 77. Okay. Oder 6 Fragen aus 77 und eine von der intimen Liste 1 bis 16. Was möchtest du machen? Ich will alles. Ich habe dir gesagt, ich beantworte auch jede Frage. Du machst alles. Dann fangen wir an mit 6 aus 77. Du nennst mir eine Nummer. 77. Pass auf. Kannst du gut allein sein oder brauchst du Menschen um dich? Ich liebe allein. Ich liebe es, allein zu sein, wirklich. Wirklich? Ich liebe das. Ich bin total gerne allein. Ich bin wirklich ein Familienmensch, meine Familie über alles. Aber ich kann sehr, sehr, sehr gut alleine sein. Und man mag das auch mal gar nicht so aussprechen. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, mal so eine schöne Woche allein in Urlaub zu fahren. Sagte die, die auf gepackten Kartons sitzt für die Geschenke. Gehst die alle unter Baum und gehst los. Ich hab das gerne, weil ich muss aber jetzt sagen, im Moment kommt mir auch so ein bisschen die Situation da entgegen, weil ich bin ja jeden Nachmittag in meinem Studio. Ja. Und normalerweise habe ich ja mal um 10 Uhr, viertel vor 10 morgens im Büro gesessen. Jetzt mache ich morgens hier aus meinem Kleiderschrank erstmal mein Homeoffice. Und da sind natürlich Kinder ausgeflogen, der Mann ist oft weg. So, und dann sitze ich hier alleine, ein bisschen mit dem Hund und Kaffee. Das liebe ich. Ist ganz toll. War das früher gar nicht dein? Hattest du überhaupt vorher ein Büro? Ja, klar. Aber hier zu Hause ist meins immer hier. Ja, aber ich habe mir das jetzt hier ein bisschen eingerichtet mit Computer und allem. Du hattest das Zimmer schon vor Corona? Ja, das hatte ich schon. Ja, genau. Zimmer, wie toll. Schön, ne? Ja, dafür schlafen die Kinder in der Garage, Elena. Man muss Opfer bringen. Ich glaube, der ganze Trakt hier gehört mir, weißt du? Und diese Kinder sind jetzt draußen. Ne? Ja, das ist auch besser so. Es ist auch besser, so ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Sag mir noch eine Nummer, Frauke. Dann nehmen wir jetzt mal die 2. Kommt jetzt eine intime Frage. Noch nicht. Aber deine erste Liebe hieß? Werner? Ja. Nein. Ja, ist doch jetzt noch ein ganz, ganz enger Freund von mir. Also Werner weiß, dass er deine erste Liebe war. Also wenn der das vergessen hat, dann kill ich den. Ja, klar. Mein Nachbarsjunge in Wunstorf, da wo ich herkomme, in Niedersachsen, meine Eltern waren die Inhaber, oder sind es immer noch mit meinem Bruder jetzt, der ortsansässigen Fleischerei, des Fleischereifachgeschäfts. Und nebenan ist die Apotheke und daher kam Werner. Und eigentlich wollten wir immer verheiratet werden, das hat nicht geklappt, aber wir sind heute noch ganz dicke. Das ist ein ganz cooler Typ. Und Werner ist noch in der Apotheke? Nein, Werner ist nicht mehr in der Apotheke. Der wollte da auch nie hin. Aber Werner ist immer noch einer meiner absoluten Herzensmenschen, der sehr nah bei mir ist, in meinem Herzen, auch wenn man sich natürlich nicht mehr so täglich sieht. Aber das finde ich toll. Das heißt, es war eine wirkliche Liebe. Das war nicht so eine Sache. Da ist es auch immer noch, wirklich, ist immer noch. Schön. Die nächste Frage, Frauke. Bitte. Du musst wieder eine Nummer nennen. Ach so, 5. Nimmst du Shampoo oder Duschgel aus den Hotelzimmern mit? Ja, logisch, wenn die. Ich auch! Liebe das. Oder? Ich liebe das. Das ist auch so. Das ist auch so praktisch. Jetzt im Moment habe ich zum Beispiel eine Bodylotion, die habe ich mal aus einem Hotel auf Mallorca mitgenommen, die britzelt so. Da steht drauf Body Contouring. Weißt du, das mache ich mir mal auf den Bauch und auf die Oberarme, also überall da, wo es schlaff wird. Und dann schmiere ich damit ein. Dann britzelt das danach aus einem ganz schönen Hotel auf Mallorca. Ich weiß auch immer, wo ich das her habe. Aber eine kleine Probe und die hast du immer noch? Also ich bringe das denn mit, lege es in den Vorratsschrank und irgendwann hole ich es raus. Und die britzelt auf dem Bauch. Das ist schön. Also da hat man gleich das Gefühl, man wird straffer. Tut man natürlich nicht, aber das Gefühl ist da. Natürlich tut man das. Natürlich tut man das. Aber weißt du was? Also erstmal darf man das ja. Ich habe das natürlich nachgelesen. Ist ja kein Diebstahl. Man darf das. Ist zur Verfügung. Aber ich finde, und das ist jetzt wirklich der ernste Teil der Angelegenheit, ich reise gerne. Und ich liebe das, mir von irgendwoher was mitzunehmen. Also jetzt nicht einfach so mitnehmen, aber ich liebe mir das auch irgendwo was zu kaufen und nach Jahren zu sagen, ach guck mal, das hast du da und da mal gekauft. Ich war zum Beispiel vor bestimmt 25 Jahren mal in Wien, bei einem Dreh und habe mir so ein Silber, so, so, ein,
so ein Silber-Tellerchen mit so einem Zucker, Milch und Dings und so. Ja. Das habe ich mir damals in einem Antiquitätenladen in Wien gekauft. Das habe ich immer noch und ich muss immer an Wien denken. Ich liebe das einfach. Und so, ja, und ich sage dir auch, ich finde ja auch, wenn man arbeitet und damit Geld verdient, finde ich ja, sollte man, wenn es geht, wenn es finanziell geht, ne, das können ja nicht alle, aber wenn, dass man sich was ganz Kleines entweder zurücklegt oder sich was Kleines leistet, was nicht Geld ist, sondern was bleibt. Weißt du? Richtig. Weil sonst, also ich meine, am Ende bleiben sonst die Erinnerungen und das ist auch schön. Und ich finde, es ist ein Geschenk, dass ich so empfinde, auch in meinem Beruf, dass ich auch an Orte komme, die ich, glaube ich, nicht bereist hätte, wenn ich sie nur hätte privat bereisen sollen. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Lebtag jemals in Prag gewesen wäre. Ich bin beruflich mal in Prag gewesen, fand es wunderschön. Ich war jetzt im September mit den Kindern, die ich mitgenommen, auf einem Fotoshooting in Kroatien. Ich war schon mal in Kroatien auch auf Dreh, aber ich war noch nie im Urlaub. Ich war in einem wunderschönen Ort, Rovinj oder Rovinje, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und so habe ich das erlebt und ich habe da die Erinnerungen dran. Und ich kaufe eben auch jedes Mal. Ich habe jetzt den Kindern in dem Fall was gekauft, ein kleines Kettchen und so. Und wir denken dann immer an diese drei tollen Tage in Kroatien zurück. Aber kennst du das auch, dass du irgendwo bist und denkst, ich wäre hier nie hingekommen, aber ich komme wahrscheinlich hier auch nie wieder hin, dass man das so einsaugen will, dass man dir, oder? Ich kann das total. Und wenn ich da jetzt schon spreche, dann stellt sich in mir wieder dieses Gefühl ein, wie es da war. Wie gesagt, für mich in diesem Fall sogar was Besonderes, weil ich hatte die Kinder dabei, weil es waren Drehen in Herbstferien, also die lasse ich jetzt hier nicht zu Hause. Und das war irgendwie, und ich musste irgendwie dran denken und dann den Kindern eben dieses kleine Andenken gekauft und irgendwie ist es schön. Hätten wir mal vor Jahren angefangen, Fotos von uns in Hotels zu machen, wo ich schon in was für Hotels ich schon war, meine Liebe. Ja, ich auch. Ja? Aber warst du auch schon mal in einem Hotel mit so, wo nicht sauber war, mit ja. allen Bett und so? Hatte ich auch schon. Oh, und dann mit so. Oh! Ja. Ne? Ja. Nächste Frage, Liebe. Achso, ich musste 57. Wie kommst du denn auf 57? Weil das meine Lieblingszahl ist. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß ein bisschen warum. Es war immer meine Lieblingszahl, du musst dir vorstellen. Immer. Ich weiß nicht warum, es war immer meine Lieblingszahl. Manchmal hat man ja sowas. Und dann ist meine erste Tochter im Juli geboren und die zweite im Mai. Also die 5 und 7. Ach Quatsch. Ja. Vielleicht war es so. Da kann ich nur sagen, welches war dein bestes Schulfach und welches dein schlechtestes? Schlechtestes in jedem Fall Mathe, Vollkatastrophe. Und das Beste war wahrscheinlich Sport. Sport? Ja. Du warst gut in Sport? Ja, da hatte ich immer eine 2. Ich war nie Leistungssportlerin. Ich habe mich immer bemüht. Ich habe bei den Bundesjugendspielen mich immer angestrengt. Ich habe einfach immer eine 2 gekriegt. Aber hast du auch eine Ehrenurkunde gehabt? Ja, aber nicht oft. Also ich gehörte nicht zu denen, die immer gekriegt haben. Ich war keine gute Schülerin, ich war eine mittelmäßige Schülerin. Aber ich muss mir vorstellen, mein Gymnasium, das Hölche-Gymnasium in Wunstorf, das feiert nächstes Jahr großes Jubiläum. Und jetzt rate mal, wen Sie gefragt haben, wer es moderiert. Und wer macht es? Und wer macht es? Und wer macht es? So, also so. Die Beste in der Schule, aber trotzdem darf ich das Jubiläum moderieren. So, und das muss man mal sagen, verstehst du? Ne? Wo man hingekommen ist. Meine Liebe, nächste Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir sind. Ich mach nochmal. Ach nee, ist ja nur 77. Dann machst du jetzt noch 68. 68. Ja. Was waren deine Berufswünsche als Kind? Tierarzt. Tierarzt? Hm. Ja. Und wann hast du das abgelegt? Ja, ach, erstmal glaube ich, hat mein NC nicht gereicht. Damit geht es ja schon mal los. Ne? Und ja. Dann, ach, weiß ich auch nicht. Also irgendwie, ich habe dann, wie das Leben so spielt. Also ich sage dann auch mal meinen Kindern, bleibt einfach ruhig, wenn ihr nicht genau wisst, wo es hingeht. Weil man kann sich in dem Alter ja so herrlich oft umentscheiden. Und ich wollte damals und irgendwie, dann hat der NC nicht gereicht. Dann hätte ich irgendwie warten müssen. Und dann hat mein Vater gesagt, Mensch, Frau, mach erstmal was Vernünftiges, mach eine Banklehre. Da habe ich eine Banklehre gemacht. Wirklich? Ja. Ich kann aber richtig gut mit Zahlen umgehen. Ich gehe auch wirklich? Ja, ich werde auch nie pleite gehen, weil ich immer spare. Ehrlich jetzt. Wie die Strohwanne. Ja, klar. Man muss mein Reden immer, du musst dich versuchen, unabhängig zu machen. Das ist ganz wichtig. Ich habe aber immer gespart. Ich habe so damals mein Taschengeld, Konfirmationsgeld, immer alles zur Seite. Du hast nie rausgehaut? Nein, das mache ich auch heute nicht. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben mir für
Für meinen ersten Job am Radio damals, nach der Banklehre, habe ich mir einen bordeauxfarbenen Rollkragenpullover aus Acryl gekauft. Die Farbe, Vollkatastrophe für mich. Das Material auch, Acryl. Material noch schlimmer. Ich weiß nicht, was aus dem Pullover wurde. Ich habe ihn nicht mehr hier hängen. Aber das war, glaube ich, das Einzige, was ich mir jemals gekauft habe. Ansonsten mache ich das nicht. Mir bedeutet das nichts. Ich gebe das Geld für meine Kinder aus, da erfülle ich immer gerne irgendwie Wünsche und so, aber ich habe eigentlich kein Interesse daran, so für mich irgendwie. Ja, muss ich nicht. Okay. Ja. Also und das ist ja auch so. Seitdem, da habe ich unheimlich viel gelernt. Ich muss ja auch, guck mal, ich bin seit vielen Jahren auch für Budgets verantwortlich, muss auch rechnen, wie viel Geld darf ich ausgeben, was darf ein Kamerateam kosten und so weiter. Das musst du machen. Ja, ich bin ja schon verantwortlich auch für die Sendung und das ist immer, war immer Teil meines Jobs, wissen auch viele nicht so. Macht mir aber auch Spaß, aber jetzt im Moment darf ich wieder ein bisschen kreativer sein, das finde ich super. Aber ich finde es eben auch wichtig in so einem Beruf, dass man das kann, dass man das gelernt hat und dafür hat mich diese Banklehre schon einiges gelehrt. Ich wusste aber dennoch eigentlich schon relativ schnell, dass ich da nicht alt werde in diesem Beruf. Und zwar, weil ich gespürt habe, dass ich bin da kein Überflieger gewesen. Also ich habe das reell gemacht, aber als ich dann die Zwischenprüfung mit einer 3 abgeschlossen habe, da habe ich gedacht, okay, die Abschlussprüfung, die wird auch nicht besser. Ich ziehe alles durch. Ich hätte niemals im Leben die Lehre abgebrochen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich ziehe es dann durch. Machst es fertig und dann geht es weiter. Ich habe es fertig gemacht und die haben mich dann tatsächlich auch weiterhin beschäftigt, weil ich war so eine Granate am Schalter. Die Leute die mochten mich immer gerne. Und ich habe alle bedient und dann war ich auch immer freundlich, weil ich komme ja aus dem Geschäftshaus. Ich habe gelernt, freundlich zu sein. Und dann sind die immer, Fräulein Ludowich, könnten Sie mich bedienen? Sehr gerne. Und dann habe ich alle bedient und dann habe ich da also noch ein Dreivierteljahr gearbeitet und dann bin ich zum Radio gegangen. Aber deine Familie hatte eine Metzgerei? Immer noch, ja. Oh. Die berühmte Fleischerei Ludowich in Bunsdorf mit dem besten Angebot an Fleisch- und Wurstwaren. Das haben die immer noch, wirklich? Mein Bruder und mein Vater. Ich bin, und das ist das größte Geschenk, glaube ich, das mir meine Eltern machen konnten. Das muss ich wirklich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich habe noch einen Bruder und für den war eigentlich relativ schnell klar, dass er in die Fußstapfen meines Vaters treten wird. Das hat auch eine tolle Frau gekriegt, die machen das zusammen mit 4 Kinder, 4 Mädchen. Das Geschäft wird auch weitergeführt, das ist auch ganz toll. Mein Vater hat damals dann immer gesagt, das empfinde ich als die größte Großzügigkeit. Frauke, ich unterstütze dich bei allem, was du machst. Du machst jetzt erstmal was Ordentliches, machst eine Banklehre. Wenn du hier ins Geschäft einsteigen willst, dann kannst du das auch, aber ihr werdet in unterschiedliche Bereiche gehen. Hat er gesagt. Damit ihr euch nicht behagt. Und so. Und dann, also das, weißt du was, wenn jetzt heute noch alle Stricke bei mir reißen würden, dann könnte ich immer noch da einsteigen. Das ist ein super Gefühl. Ja, geil. Ja, und da kriegt man auch immer so als, wenn ich da so, da kriegt man immer so als Kind, das habe ich ja geliebt, wenn man die Wurst kriegt, wenn man reinkommt. Gibt es das bei euch auch? Ah, natürlich. Yes. Aber weißt du, das ist so ein bisschen das, womit mich meine Eltern ausgestattet haben. Immer mit dieser Sicherheit. Das finde ich, das hat mir ganz viel gegeben. Also das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben. Ich finde das total entscheidend. Hat übrigens nichts damit zu tun, ob die finanziellen Möglichkeiten da sind oder nicht, sondern einfach so dieses, du, wenn es nicht weitergeht, wir sind für dich da, wir helfen dir. Und das fand ich ganz großartig. Das ist schon toll, dass sie dich auch freigelassen haben auch, ne? Und trotzdem gesagt haben, mach es. Aber wir sind da, das finde ich super. Frauke, jetzt kommt tatsächlich noch, ich glaube, noch eine Frage und dann sind wir bei der Intimen. Oh, gut. Dann nehme ich jetzt nochmal die 38. Oder vielleicht haben wir es auch schon, ist ja völlig egal. 38, ist so spannend mit dir. Womit verbringst du Zeit, wenn du ganz allein sein willst? Womit verbringst du deine Zeit? Was machst du dann? Also, ich kann unheimlich viel Freude aus vielen Sachen ziehen. Das ist mein größtes Glück, glaube ich. Also du kannst mich finden auf dem Sofa und ich gucke irgendwie irgendwas Dämliches im Fernsehen, das liebe ich, mit einem Kaffee in der Hand. Wenn ich irgendwie Bock habe, lege ich mich in die Badewanne und denke an gar nichts. Ich gehe gerne, wir haben jetzt einen Hund seit letztem Jahr, mit dem gehe ich total gerne raus. Ich bin aber auch gerne mit Freunden zusammen, aber wie gesagt, ich kann auch gerne wirklich mal für mich alleine sein. Und ich hatte das neulich, ja, ein Wochenende war mein Mann, der war in Portugal, musste drehen und beide Kinder waren abends verabredet und meine Mutter sagte dann immer zu mir, Frauke, was machst du denn jetzt? Du bist ganz alleine. Ruf doch mal den an dir. Ich sage, Mama, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte einfach nur hier alleine sein. Und dann trinke ich mir ein Glas Rotwein und dann gucke ich irgendwas Schönes im Fernsehen. Und dann geht's dir gut. Dann geht's dir gut, ja, oder?
Ich habe gar keine Schwierigkeit, Zeit mit mir zu verbringen. Ich kann das sehr gut. Ach, ich spiele auch manchmal noch hier so. Ich liebe es, Solitär zu spielen. Das liebe ich. Aber spielst du es noch mit Karten? Nein, natürlich. Handy. So, und dann, was ich auch gerne mache, ich mache mega gerne Wäsche. Ich liebe es. Was? Ja, Wäsche sortieren nach weiß und bunt. Und ich hasse bügeln, das kann ich auch überhaupt nicht gut, aber denn so eine, das gibt mir auch so ein beruhigendes Gefühl. Dann läuft die Waschmaschine, dann höre ich unten ein bisschen im Keller, ach ja, die Trommel dreht sich herrlich. Und dann hole ich es wieder raus und dann mache ich mir nochmal einen Kaffee. Du trinkst gerne Kaffee. Ja, ich trinke. Und zwar mit Sahne. Ganz schlimm. Mein Fitnesstrainer, da hoffe ich, guckt der jetzt nicht zu. Nicht mit Milch. Ich mache da immer so diese Sahne. Ganz toll. Du, Sahne soll aber, habe ich gehört, Sahne soll gar nicht so fettig sein. Weißt du, was ich auch neulich nochmal gehört habe von einer Ernährungsexpertin? Das fand ich total interessant. Ich muss das unbedingt nochmal recherchieren. Und ich finde, das ist so, dass das gefällt mir einfach so. Die hat gesagt, es ist nicht das, was da drin ist, was dick macht oder was die. Es ist der Gedanke da. So, das glaube ich. So, weil ich glaube auch, man kann Sahne essen, wie man will. Ja. Muss man auch. Eine intime Frage, meine Liebe. 1 bis 16. Ach, muss ich denn jetzt 15? Obwohl es heißt, dass meine intimen Fragen so langweilig sind. Warte. Wir können dir noch ein bisschen würzen. Genau. Mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten Kuss bekommen? Ach, das weiß ich ganz genau, ehrlich gesagt. Aber war das jetzt mal, also der meint jetzt, der oder die meint jetzt so einen richtigen. Ich weiß nur, dass ich mal irgendwann, da war ich glaube ich 10, auf dem Schulweg. Ich bin immer mit einem Jungen zur Schule gegangen, der hieß Dirk. Und der hat mich auf dem Schulweg einfach gegriffen und mich geküsst. Das fand ich so schlimm. Es war mir total unangenehm. Also das fand ich, das war übergriffig. Ja, übergriffig. Würde man heute jetzt natürlich, also gut. Aber so richtig, ja, ich würde jetzt mal sagen so 15, 16. War das Werner? Nee, also da gab es jetzt schon auch noch mal ein paar Küsser vorher. Mit Werner war es denn halt ein richtiger Freund, weißt du? Ach so, also Werner war sozusagen die erste große Liebe. Richtig. Wenn ich dir gleich sage, dass ich die ganze Zeit über Werner gesprochen habe. Ja, jetzt will ich... Oh Gott. Ich rufe ihn an. Muss ihn anrufen, ihm das sagen auch. Mache ich auch. Ja, muss ich ihm sagen, soll er sich anhören, dann weiß er mal. Das war jetzt die intime Frage. Fandst du die nicht intim? Und wen? Das hat der Oliver Fnuck auch gesagt, dass meine intimen Fragen so lächerlich sind. Dann habe ich gesagt, Oliver, ich kann doch nicht sagen, wie oft hast du die Woche Sex, das kann ich doch nicht machen. Ich muss doch so Fragen stellen wie, was muss ein Mensch haben, damit du ihn als attraktiv bezeichnest, finde ich intim. Ja, dann sagt man natürlich immer den Humor. Und den Humor. Oder die Frage, wie schnell öffnest du dich gegenüber Fremden und erzählst was Persönliches? Ja. Ach, die Frage auch noch? Nee, wir machen keine mehr. Aber das... Dann hätte ich jetzt auch ausholen müssen. Nee, ja, okay, meine Liebe. Das jetzt die intime Frage. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir müssen ins Bett. Ist schon 11? Du, es ist schon 3 nach, hör mal. Das geht hier ratzifatzi. Macht wahnsinnig Spaß. Und ich muss noch mal sagen, Elena, ich finde dich ja toll. Bin ein großer Fan, wirklich. Ich finde, du hast einfach sowas Gewinnendes. Ich meine, du bist ein Vorbild, ganz im Ernst. Also wenn man auch noch mal, wir sind ja jetzt hier bei Instagram und es gibt ja so viele Scheinwelten und Scheinmenschen und ja, ich meine, jeder kann auch mal von mir aus filtern oder so, aber ich glaube, man spürt, ob jemand echt ist. Und du bist so eine Echte und deshalb finde ich dich gut. Ach, du bist ein Schatz. Das Problem ist ja, ich weiß ja gar nicht, wie das mit diesem Filtern richtig geht. Deshalb mache ich immer ohne Filter. Ja, ich glaube, wir sind da natürlich auch in so einer, unsere Generation, die ist da auch gar nicht mehr, aber die Jungen, die können das natürlich. Ja, wie gesagt, auch das ist, sollen sie alle machen, aber man muss einfach irgendwie echt bleiben. Ich glaube, das ist das. Aber das eint eigentlich auch alle Medien. Also du siehst sowohl im Fernsehen als auch hier, ob die Leute dir was vorspielen oder auch. Echt, das ist schon dick. Und weißt du, ich sag mal so, wenn du nur noch gefiltert bist, weißt du, dann, also auch gerade die Jugend, weißt du, das ist ja was anderes. Ich meine, wir beide, also ich habe mich jetzt privat geschminkt, du bist jetzt auch privat. Natürlich, und das wissen wir beide, wenn wir in eine Fernsehshow gehen, dann kommt da der Make-up-Artist, die Artistin, und dann kommt da 2 Kilo und dann wird das Gesicht erstmal weggeschminkt und neu geschminkt und gemacht und getan. Das ist ja auch okay. Ja. Aber wenn ich im normalen Leben
ich mache das so, du machst das so, also dass wir noch da sind. Wenn ich aber dann, wie diese Kardashian aussehe, was diese Jugend, also wie man gezeigt wird, wie man jetzt aussehen soll. Ich meine, das ist ja, das sind ja Tonnen. Ja. Und dann machen die einen Filter drüber. Nun muss man bei den Kardashians ja sagen, die haben ja da irgendwie auch ein Geschäftsmodell draus gemacht. Das ist ja auch schon wieder irgendwie bewundernswert. Ja, aber für die Jugend, die genau, das nachmacht, das meine ich. Darfst du es dir nicht als Vorbild nehmen? Das ist einfach nicht gut. Und dann diese Wimpern, die ich weiß gar nicht, wie lang die sind, diese ja. Verlängerungswimpern, dass du die Augen kaum mehr aufkriegst. Ja. Und das ist ja so ein komischer Style, sagt man jetzt mal, den ich ganz komisch finde. Ja. Weißt du, und das macht aber die Jungen, die Mädchen denken, so sieht man dann aus. Ja. Weißt du? Ja. Ich glaube aber, das hält sich auch immer nur für eine Zeit und dann kommt das nächste. Hoffentlich. Das kennen wir ja auch. Ne? Also ich meine, ich kenne das auch, dass vor Jahren gab es, fand man irgendwas toll und nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr war es dann auch nicht mehr. Das wird heute auch so sein. Es verändern sich ja auch Trends. Aber die Natürlichkeit ist weg. Also die Schönheit ist ja mittlerweile bei den Jungen, muss man diese komischen Balken schminken. Ja. Ja? Also du hast das Natürliche nicht mehr. Das finde ich schon. Du hast recht, aber ich glaube, es ist eben auch nur in einer ganz bestimmten Bubble so. Also es sind wahrscheinlich. Gott sei Dank sehen meine Kinder jetzt nicht so aus. Bin ich auch ganz froh. Ich glaube, es gibt auch noch diese natürlichen Menschen, die sportlich sind. Und man kann als Eltern ja immer nur versuchen, dass man die irgendwie davon so ein bisschen wegzieht. Aber bei manchen Dingen denke ich dann auch, okay, wenn sie das jetzt wollen, dann sollen sie sich ausprobieren. Man sollte sowas am Ende auch gar nicht verbieten, weißt du? Also ich kann nee, verbieten eine nicht, kleine, aber... Eine kleine Anekdote. Ich kannte in meiner Radiozeit zwei Leute, die haben damals ein Mädchen bekommen und die waren so sehr, also die durfte sich nicht schminken und die wurde so sehr mehr als konservativ erzogen und durfte gar nichts irgendwie. Und dann kam irgendwie die Britney Spears-Welle und dann sah die irgendwie hinter aus wie Britney Spears mit Overknee und Stulpen und bauchfrei und so, die Eltern sind durchgedreht. Das ist dann eben der Effekt, dann bewirkst du das Gegenteil. Ne? Ja, aber ich muss dir was Lustiges von meinem Sohn erzählen, der Kleinere heute, der kam heute und hat gesagt, Mama, das, was du da machst, das interessiert keinen. Du musst, wenn du Follower haben willst, dann musst du wie diese TikToker werden. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ja, du hast keine Jungen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja auch nicht mehr jung. Also ich meine, ja, aber das wäre gut für dich, wenn du mal davon leben willst. Habe ich gesagt, okay, dann zeig mir doch mal. Dann hat der mir so TikToker gezeigt. Frauke. Ja. Ja, es ist eine andere Welt. Ne? Frauke, das geht gar nicht. Nein, ich weiß, aber andererseits, es ist so, ja, die kennen wir dann vielleicht auch nicht und wir finden das befremdlich, aber die finden uns vielleicht genauso befremdlich. Ne? Ja, ja, klar, ich bin vielleicht sowieso befremdlich. Auch, vielleicht gab es das auch, als wir jung waren, ich weiß es ja irgendwie nicht. Nein! Ich finde immer, man muss irgendwie, ach, einmal irgendwie ruhig ein- und ausatmen, gerade so mit Kindern und man denkt, manche Sachen sind vielleicht auch normal. Lass die sich auch an ihren Dingen abarbeiten. Man steht irgendwie, man versucht irgendwie beschützend darüber zu stehen. Und vor allem lässig bleiben. Also nichts ist ja schlimmer als verkrampft sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. So, meine Liebe, jetzt werden wir beide aber... Pass mal, vielleicht komme ich im nächsten Jahr nochmal wieder. Bitte unbedingt. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Wenn du mir versprichst, dass du auch mal zu mir kommst. Wir machen wieder diese kleine Schule. Elena. Was? Dazu mehr im neuen Jahr. Dazu mehr im neuen Jahr. Das neue Jahr bringt ja neues Glück, neues, nicht wahr? Frauke, hab ganz schöne Weihnachten mit deiner Familie. Du auch. Bleib gesund, vor allem ihr alle. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir alle gesund bleiben in dieser verrückten Zeit. Und irgendwie durch. Irgendwie durch. Irgendwie kommen wir da durch. Ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, ja, natürlich. Natürlich. Man muss da optimistisch sein. Wenn es nicht mehr rückwärts geht, geht es auch nur noch vorwärts. Ja. So, weißt du? Ja. So ist es. Ciao, Liebes, war wunderbar. Fand ich auch. Geht tschüss, dann. Liebe. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ach, ihr Lieben, was herrlich. So, jetzt bin ich ganz beseelt von dem Talk. Jetzt wollte ich euch aber noch zwei Sachen zum Feierabend sozusagen erzählen. Es ist ja das letzte stille Örtchen für dieses Jahr und es gab ein bisschen Ungemut und darüber möchte ich sprechen und das wollte ich nicht vorher machen, weil es sein kann, dass jetzt Leute auch böse schreiben. Also,
zum Thema YouTube. Ich bin sozusagen zurückgekehrt zu den alten Formen. Ich speichere ja, viele, die das wissen, das stille Örtchen nachher auf YouTube. Und dann ist da Werbung vorgeschaltet sozusagen. Das kannst du monetarisieren. Da kriegst du ein paar Cent im Monat. Und ich habe mich entschieden, weil ganz viele gesagt haben, wie kann man dich unterstützen oder so. Und ihr meckert, wenn ich, oder manche, nicht um Gottes Willen, manche von euch meckern manchmal, wenn ich Werbung mache. Und ich habe probiert, dass die Werbung, ich habe meine Unterstützer für stille Örtchen und ich habe probiert, dass ich nicht, wie viele, einfach irgendwelche Sachen zwischendurch mache. Ich kriege nur, dass ihr das wisst, um das einmal zu erklären. Ich hole wieder total kompliziert aus. Also, wenn du auf Instagram oder auf TikTok, ja, oder auch auf Facebook sozusagen ein bisschen Geld verdienen möchtest, wenn du dafür auch arbeitest, ja, wenn es nicht mehr nur dein Hobby ist, dann kannst du das nur durch deine Person machen. Das heißt, du kannst es nur über Werbung machen, die du vorstellst. Und da habe ich euch gesagt, das ist für mich schwierig. Ich kriege natürlich Anfragen von Firmen, die sagen, schick mal deine Insights und dann mach mal 3 Stories und schick mal deinen Storypreis. Und sage ich immer, hä, was wollt ihr haben? Ich schicke euch weder meine Insights, noch schicke ich euch, mache ich 3 Stories. Ja, wir möchten sie ausprobieren und wenn es dann gut läuft, dann machen wir weiter. Gar nichts, ja, das mache ich nicht. So, das habe ich entschieden. Deshalb habe ich das Ulig Shopping Paradies entwickelt, damit ich sozusagen, wenn ihr was davon habt, ich was davon habe und die Firma was davon hat. Das ist aber sehr, sehr aufwendig und so viel wirklich gute Sachen liegen nicht auf der Straße und ich rufe sozusagen selbst die Firmen an, ich organisiere das, ich mache das. Für ein Shopping brauche ich teilweise, also in der Vorbereitung, ja, mehrere Wochen, um das vorzubereiten, um das zu machen, um das gut zu machen. Und auch da kommen dann die Stimmen, Werbung will ich nicht. So, aber anders geht es nicht. Ja, also wenn ich, und ich muss ein Stück weit davon leben, weil sozusagen der Schauspielberuf in der normalen Drehwelt ist ein bisschen zurückgetreten. Ich habe dieses Jahr nicht viele Drehtage gehabt. Das heißt, es reicht nicht zum Leben. Und ich liebe Instagram und ich liebe diese ganzen Sachen zu machen, aber es ist trotzdem, es ist meine Arbeit geworden und ich muss von meiner Arbeit auch die Miete zahlen. So ist das. Und deshalb, und so. Und bei YouTube gibt es eben die Möglichkeit, ab irgendeinem Punkt kannst du es monetarisieren, dann wird, und das kennt ihr auch, wenn ihr auf YouTube seid, dann wird ständig irgendwelche Werbung vorgeschaltet. Das heißt, das kannst du nicht wegklicken. Ne? Du hast ständig Werbung. So. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt aber etwas, und auf der Stufe bin ich jetzt, ich kann einen Kanalmitgliedschaft machen. Das heißt, man kann YouTube abonnieren, also ganz normal abonnieren und kann freie Videos schauen. Da ist dann diese komische Werbung davor geschaltet. Irgendwas, versteht ihr? Da kommt dann irgendwas vor deinem Video. Das kann Menstruation sein, das kann aber auch die Bohrmaschine sein und das kann auch der Schlitten sein und es kann auch was zu essen sein. Ja? Das heißt, du steckst nicht drin, was ich auch schwierig finde, weil ich möchte auch nicht, dass in meinem Namen mit irgendwas geworben wird. Und du kannst eine Kanalmitgliedschaft anbieten und da sozusagen, und jetzt haltet mich nicht für verrückt, das könnt ihr abonnieren. So wie man theoretisch Netflix abonniert oder Amazon abonniert und oder ein Streamingdienst sozusagen, das bietet YouTube an. Ja, und das wurde auch geschrieben, ich habe mich da durchgelesen. Sozusagen, man kann 30% von den Einnahmen, also erstmal geht die Mehrwertsteuer weg, und dann geht 30% an YouTube und 60% gehen sozusagen an den Host. 70% gehen an den Host. Und ich will euch das einfach offenlegen, weil ich bin immer transparent, das wisst ihr. Also 30, also erstmal, nehmen wir mal an, es ist 1,99, was es ist. Dann gehen 30% die Mehrwertsteuer, 20%, 19% die Mehrwertsteuer ab. Und dann kriegt YouTube 30% und man selber kriegt 70%. Dafür stellen die diese Plattform bereit und da für kann man das da hochladen. Ja? Es gibt auch andere Plattformen irgendwo anders, wo man dann mehr Geld kriegt, aber dann muss man wieder eine neue Plattform und ihr müsst wieder eine neue Plattform und das ist doch alles völlig absurd. Also habe ich das gemacht und habe eine Mitgliedschaft gemacht, die kostet 1,99 im Monat und das kann man jeden Monat kündigen. Man kann auch, glaube ich, Probe machen und da kriegt man nur ein paar Emojis, hier sowas und ihr unterstützt irgendwie die Kunst. Mehr nicht. Und dann gibt es, kann man 2,99 abschließen und das ist das Wechseljahres-TV, das startet am 1.1. Das bin nicht ich, die da ist, da ist Sheila DeLis und Anele Gilhu, Dr. Sheila DeLis, die das Buch geschrieben hat, Women on Fire über die Wechseljahre und Anele Gilhu sind in einem Talk zusammen, das heißt, das Wechselduett 6 Minuten und das wird jede Woche Samstag auf YouTube ausgestrahlt.
Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und die beiden unterhalten sich über diese ganzen Mythen und sowas. Das kann man eben für 2,99 abonnieren. Und davon kriegt eben Frau Delis und Frau Gilhu ein bisschen Geld. Und das andere, das kostet 4,99, das sind die stillen Örtchen, Freunde. Da wird es das stille Örtchen geben. Da kann man das sich anschauen im Nachgang. Da kann man auch das Wechselduett schauen. Und da unterstützt man sozusagen mich. Ihr müsst es nicht machen. Es ist keine Verpflichtung. Ich wollte nur sagen, das habe ich jetzt gemacht. Und falls ihr sagt, wisst ihr, ich habe mich mal entschieden, auf Instagram und überhaupt Content zu machen. Also nicht irgendwelche Fotos, die nur so und so sind. Und das ist viel Arbeit, es macht mir Spaß. Und ich habe auch gedacht, hey, auch wie letztes Jahr der große Adventskalender, vielleicht, wenn da Geld zusammenkommt, dann kann ich ein Team zusammenstellen, dann kann ich vielleicht eigene Projekte drehen und die kann man dann nur da schauen. Das heißt, ich habe dann so einen eigenen Streamingdienst, der heißt dann Ulich TV. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das gemacht. Wenn jetzt jemand böse mit mir ist, okay, dann ist das so, dann kann ich das jetzt nicht ändern. Ich werde auf jeden Fall, wird es die Neuerung im nächsten Jahr geben, dass ihr das stille Örtchen natürlich auf Instagram live kriegt, wie heute Abend. Und dann, das ist die Neuerung, wird es nur bis Dienstagabend 24 Uhr abrufbar sein auf Instagram. Danach ist es weg. Danach gibt es das auf YouTube. Und die Leute, die es dann bis dahin nicht geschaut haben oder nicht live dabei waren, die müssen es dann abonnieren. Das tut mir sehr leid, aber somit habe ich die Möglichkeit, nicht irgendwie ständig euch mit irgendeiner Werbung voll zu ballern, die da einfach läuft. Und natürlich läuft das, wenn man die Kanalmitgliedschaft macht, ist keine Werbung vorgeschaltet. Das heißt, man kann das sehen ohne eine Werbung. Meine Unterstützer hoffentlich bleiben dabei. Deshalb ist es auch, weil die unterstützen das ja auch, damit sie sichtbar sind. Deshalb ist es natürlich am Sonntagabend weiterhin live und es wird auch so bleiben, aber es wird nur noch bis Dienstag 24 Uhr abrufbar sein, damit man auch noch die Gewinnspiele machen kann, damit ihr noch was gewinnen könnt. Ja, also falls ihr Lust habt und falls ihr das unterstützen wollt oder so, ihr könnt auch nur das für 1,99 machen. Oh Gott, ist das peinlich. Oh Gott. Ich will hier nicht um Geld bitten. Nein, bitte nicht. Das versteht nicht. Bitte, versteht das richtig. Ich will einfach nur sozusagen jetzt nicht anfangen mit, ah, schau mal, ich gehe über die Straße und ich habe gerade einen Milchkaffee in der Hand und wenn du jetzt drauf drückst, dann kriegst du diese Tasse noch total günstig und dann kriegst du das auch noch dazu und heute habe ich meine Menstruation und also, versteht ihr, das ist nicht mein Ding. Das heißt, das Shoppingparadies, okay, aber ich kann auch nicht jede Woche Shopping machen. Erstens habe ich die Produkte nicht und zweitens finde ich das auch irgendwie komisch, wenn ich euch jede Woche mit dem Shopping, so viel Geld haben wir alle nicht. Das heißt, wir machen es einfach nicht so oft. Deshalb gibt es jetzt die Kanalmitgliedschaft. Also, wer Lust hat, der kann ja mal auf YouTube gehen, der kann sich das angucken. Ich habe euch so ein Video gedreht, warum, weshalb, wieso. Und ja, auf jeden Fall habe ich, also Annele Gilhu hat Sheila Delis gewonnen und die machen einen wunderbaren Talk und das finde ich total spannend und das kann man eben, ja, das kann man eben für 2,99 da abonnieren. Man kann es auch immer ababonnieren. Jeden Monat kündbar. Alles gut. Also so, das wollte ich sagen. So, genau. Es ist toll, dass es euch gibt. Das wollte ich auch sagen. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten. Und bleibt mir gewogen und kommt nächstes Jahr wieder. Am 9. Januar geht es wieder los. Und ja, doch, jetzt zitter ich total. Entschuldigt, weil ich kriege halt Mails, Mailzuschriften. Was ist da los? Wieso gibt es das nicht mehr? Warum ist das Schlörtchen nicht mehr da? Und so, nein, es ist da. Es ist ohne Werbung jetzt sogar da. Aber es geht eben nur noch über die Kanalmitgliedschaft. So, als wenn ich jetzt Netflix bin. Ich bin noch nicht Netflix, ich bin halt die Ulich. Elena Ulich heißt übrigens der YouTube-Kanal. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Abend. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Kommt wieder im neuen Jahr. 22:15, ihr wisst die Zeit. Schön, dass es euch gibt und vielen Dank für die vielen neuen tollen Abonnenten und dass wir so groß werden und dass das so eine tolle Community ist und vielen Dank der stillen Örtchen Gang. Und das war es leider schon wieder. War's für dieses Jahr! Und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulich stillen Örtchen. Ach so, und schreibt, wenn ihr gewinnen wollt, das Set von und Gretel. Oh Gott, müsst ihr unter das Video, was ich mir da wieder ausgedacht habe. Ich hab's. Oh Gott, ich kann ran. Ihr wisst ja Bescheid. Oh Gott, ich bin jetzt froh, ich bin knallrot. Brrr, die Ohren dröhnen. Tschüss.